So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen. Zurück zu DK The Mare. So, wir waren hier bei diesem Rätsel. Genau, das sollte nicht allzu schwierig sein, hoffe ich mal. Schauen wir mal, dass das hier außen schon mal passt. Nee, das ist es nicht. Okay. Das ist schon mal ein bisschen strange. Es ist eine Katze. Es ist eine Katze. Ich versuche sie jetzt mal gerade zu machen. Machen wir mal so. Stopp. Oh wow, das wird doch nicht so. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, das Rätsel ist einfacher. Es wird tatsächlich nicht viel einfacher. Weil es bewegen sich immer zwei Stellen. Das macht es natürlich schon. Boah, ist das heftig. Okay. Sind die zufällig schon auf... Okay, war jetzt... Nee, war ein Lucky Punch, muss man sagen. War ein Lucky Punch, dass die letzten beiden Ebenen schon auf einer Länge waren. Da haben wir unseren Schweineschlüssel. Jetzt ist bloß das Problem, dass ich nicht mehr genau weiß... wo wir überall waren. Wir sind ja doch wieder einige Wege entlang und das ist so ein bisschen das Problem. Zeig mal kurz das Inventar. Genau, da ist nochmal... Ah ja, genau. Wir waren mit der Uhr unterwegs. Wir brauchen ein Messer. Wir haben eine Schaufel. Okay, wir haben einen Haufen Zeug. Schauen wir uns mal... Es ist so dunkel hier drinnen. Ich kann gar nicht sehen. Okay. Da können wir also erstmal nicht lang. Wir brauchen dafür wieder eine Lichtquelle. Quasi so eine wie die, die gerade in mein Gesicht reinballert. Jetzt schauen wir hier mal kurz. Das ist... Jetzt gehen wir wieder zurück, oder? Ja, das ist einfach ein bisschen blöd gemacht. Mein persönliches Ziel wäre heute tatsächlich, die DK The Mare abzuschließen. Wir sind in Episode 3. Also es ist, denke ich, nicht unrealistisch. Wir haben das letzte Mal ziemlich schnell zwei Episoden durchgeballert, wisst ihr? Ich hab's schon gesehen, keine Sorge. Ich will bloß trotzdem nochmal raus. Ich habe schon gesehen, dass da Ding ist, wie heißt's, Schrank. Hier war nur eine Münze drin, ja. Entschuldigung. Mon amour. Ich hoffe, wir kommen nochmal in die normale Situation. Muss ich mal kurz hier versuchen. Nichts passiert, okay. Verschlossen? Tatsächlich habe ich dagegen ein fantastisches Mittel. Ein Gehstock und eine Taschenlampe. Willst du mir erzählen, dass ich da drüben nichts greifen kann? Irgendwas. Klares Nein. Vielleicht mit dem Gehstock? Wasch mich doch nicht, als ob man hier nichts machen könnte. Ah, der wird doch langsam auch ein bisschen... Nee, immer noch nicht. Er macht immer noch nichts. Wir sind auf jeden Fall schon mal waffentechnisch gar nicht so schlecht beieinander. Ne? Wir haben ja Gehstock, wir haben Messer, bloß ohne Klinge. Wir haben eine weitere Münze gefunden. Und wir haben eine Taschenlampe, mit der wir dem dunklen Gang folgen können.
Ich glaube, in die andere Richtung war es. Ja, genau. Tatsächlich ist es kein Problem, dass es da drin. Das ist, glaube ich, gar kein Gang. Eine Videokassette. Untersuch die mal. Achtung, unheimlichster Film aller Zeiten. Das nenne ich eine Ansage. Ich habe Human Centipede gesehen, Freunde. Wobei, der ist eigentlich nicht unheimlich, der ist einfach nur eklig. Schaut euch. Ich würde ihn an eurer Stelle nicht anschauen. Es ist meiner Meinung nach keine Bereicherung, den Film gesehen zu haben. Selbst als absoluter Horrorfan, der ich definitiv bin. Human Centipede ist keine Bereicherung. Aber ich kenne ein paar Leute, die feiern den. Also vielleicht ist es euer Genre, meins ist es, wie gesagt, einfach nicht. Aber heute geht es nicht um Human Centipede. Nein, heute geht es darum, hier die Quai de Mer durchzuarbeiten. Ich glaube, es war fast eine Aufforderung, da hochzugehen. Taschenlampe? Nein. Nein, du nimmst jetzt hier keine Taschenlampe her. Auch wenn du sie dabei hast, du nimmst die jetzt nicht her. Hier wird irgendwo eine Münze versteckt sein, die ich nicht sehe. Das ist der Stuhlraum. Nicht der Stuhlgang, Freunde. Und mit Stuhlraum meine ich auch nicht die Toilette. Nee, nee. Das ist der Junge, von dem der erzählt hat. Wir haben gerade irgendwas geschafft. Das ist die Frage. Wir sind wieder im normalen Reaching Dreams. Ich hatte mich ja lautstark beschwert. Können wir ein Licht anmachen? Nein, natürlich nicht. Ich hatte mich lautstark darüber beschwert, dass ich gern hier noch ein bisschen weiter geguckt hätte. Fernseher. Ich sehe echt nicht so viel. Liegt auch daran, weil das Bild so dunkel ist und die Lampen massiv in meine Fresse ballern. Jetzt ist hier eine Münze drin. Ich setze einen Zehner drauf, dass ich hier schon mal reingeschaut habe. Ich habe nicht alle Folgen mehr im Kopf, aber ich habe da sicher schon mal reingeguckt. Ja, Tori war hier. Ich weiß, dass Tori hier war. Aber um was geht's uns denn? Wir haben Albträume. Das ist scheiße. Aber wollen wir fliehen? Ich kapier's nicht. Ich verstehe leider nicht genau, was letztendlich unser Ziel ist. Funeral, Begräbnis. Hier steht was Neues, okay? Hey, Bro. Bro. Ich halte das nicht aus. Mann, ich dreh durch. Ich werde sterben. Er lacht mich aus. Wer lacht dich aus? Nee, nee. Er will, dass ich sterbe. Bro. Shit. Ich kann ihn da auch nicht rausholen. Shit.
war ein Fehler. Ah! Na, was heißt ah? Wir müssen jetzt den Weg wieder zurück, oder? Komm da nicht ran. Vielleicht mit dem Stock. Danke. Ein Ball. Ein gelber Ball. Keine Ahnung, wo der rein soll. Ich behalte ihn mal lieber. Bevor wir nicht... Wir brauchen auf jeden Fall 4 Bälle. Ich denke, da sind wir uns einig, oder? Da braucht man jetzt keinen. Kein Detective Conan dafür. Wir können gerade nicht in unser Inventar. Das Inventar ist ausgeblendet. Ich glaub, dass wir hier nicht mehr viel machen können. Nee, wir können hier nichts mehr machen. Das ist so ein Zeitschleifending. Wir können hier im Prinzip nicht, wir gehen jetzt die Treppe wieder hoch und es passiert wieder nichts. Wir kommen wieder zurück raus in unserem Abteil. Oh. Du meinst nee? Ja. Wer ist Nene? Ich und Juan, ein anderer Typ aus meiner Gang, Chicanos Locos, waren auf dem... Als wir einen von einer anderen Gang trafen, mit der wir Krieg hatten, wir haben ihn an seinen Farben erkannt. Er hieß Nene und trug purpurne Gangfarben. Wir waren betrunken und Juan, mein Freund, hat eine Waffe mitgenommen. Eine alte deutsche Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg. P99. Juan gab sie mir und sagte, ich sollte Nene aufhalten. Weil ich noch neu war, musste ich ihm beweisen, dass ich hatte, was ein Chicano Loco mitbringen muss. Ich ging auf ihn zu und... hob die Waffe. Wir zwangen ihn mit uns in ein verlassenes Industriegebäude gerade außerhalb von Newark zu gehen. Und fanden einen leeren Lagerraum, wo wir ihn auf einen Stuhl setzten. Ich hielt die Pistole an seine Stirn. Ich fühlte mich mächtig, als Nene zu weinen anfing. Dann ging ein Schuss los. Er fiel rückwärts zu Boden. Da lag er und starrte die Decke an. Es waren nur ein paar Sekunden vorbei. Wir ließen die Pistole, die Mordwaffe da und liefen heim. Eine Woche lang blieb ich in meiner Wohnung. In der Zeit redete ich mit niemandem. Jede Stunde schaute ich mehrfach durchs Fenster raus auf die Straße, um zu sehen, ob da die Cops sind. Aber es waren nie welche da. In dieser Woche erfuhr die Gang von der alten deutschen Pistole am Tatort, von der jeder wusste, dass sie Juan gehörte. Bevor die Polizei ihn festnehmen konnte, wurde Juan tot aufgefunden. Vermutlich von Nenés Gang getötet. Fast alle meine Träume drehten sich um Nene. Er war da, hat mich beobachtet, mich daran erinnert, was ich getan habe. Ich dachte, es würde hier in Reaching Dreams besser werden, aber es wurde schlimmer. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist.
Ich glaube, er ist jetzt glücklich. Raphaels Geständnis. Wir haben eine Lupe bekommen. Kommen wir jetzt wieder zurück? Ich hab schon wieder verpasst. Das nächste Mal, wenn ich nochmal in das Gebiet komme, gehe ich durch die andere Tür zuerst. Vielleicht kann man da was mit der Lupe machen, oder? Vielleicht kann man da was erkennen. Ist doch irgendwas. Hier vielleicht? Oh nö! Der Mann war von einer Welt der Finsternis verschlungen worden. Das Messer mit dem grünen Griff war seine Erlösung. Seine Venen waren aufgeschlitzt, als die Sonne plötzlich im Osten aufging. Da kommt was? Bitte nicht. Okay, ich habe eine Detektivauszeichnung bekommen. Aber was hilft uns das denn jetzt, die Information? Im Prinzip hilft sie uns ja gar nicht. Ist hier irgendwas? Du könntest es schon verwenden. Einigen wir uns darauf, dass du gerade keinen Bock hast, es zu verwenden. Oder? Machen wir es so. Ein roter Ball. Es fehlen noch zwei Bälle. Ah, ist wieder nichts. Oh, da ist eine Münze. Okay, nice. Wir haben noch eine minimale Chance, alle Münzen zu finden, aber verlasst euch da mal nicht drauf. Was ist denn da drüben? Können wir da irgendwas machen? Hier mit der Schaufel. Nee, kann man nicht verwenden. Oh, vielleicht die Uhr auf ihn? Dass er sich nicht erhängt? Ah, schade. Vielleicht haben wir die Uhr auch an zu wenig Orten benutzt. Ich wollte jetzt schon sagen, das ist nicht der normale Gang, aber es ist tatsächlich der normale. Komm, mit der Schaufel. Irgendwas. Irgendwas. Die Tür muss noch aufgehen. Nee, da ist auch nichts. Es macht jetzt auch keinen Sinn, die beiden Bälle schon zu platzieren. Uns fehlen ja immer noch zwei.
Also hier rechts kommen wir nicht rein. Abspeichern. Hier oben geht's zum... zum Leichnam. Okay, das ist der nächste Ball. Jetzt fehlt noch einer.